Pay your tax, zahlt eure Steuern, riefen die Teilnehmer eines Flashmobs am Samstag vor und im Apple Store in Frankfurt. Einige Dutzend Globalisierungsgegner von Attac hatten sich dort eingefunden, um für mehr Steuergerechtigkeit zu demonstrieren. Infolge eines geheimen Deals mit der irischen Regierung hätte Apple von 2003 bis 2014 EU-weit 13 Milliarden Euro Steuern zu wenig gezahlt, teilte Attac zuvor in einer Pressemitteilung mit und forderte Mindeststeuersätze in der EU sowie eine Gesamtkonzernsteuer. Sie zahlen Steuer, ich zahle Steuer, alle Bürger dieser Gesellschaft zahlen Steuer. Apple meint, sich an dieser Gesellschaft hier Umsätze machen zu können, Gewinne machen zu können, aber sich um die Steuerzahlung drücken zu können. Das ist der Anlass, warum wir heute hier sind. Einem im September vorgelegten EU-Bericht zufolge zahlen auch andere IT-Konzerne nur halb so viel Steuern wie traditionelle Firmen. Der beste Weg, die Differenz zu verkleinern, wäre eine weltweite Vereinbarung über die Besteuerung der Firmen, heißt es in dem Papier. Da der globale Ansatz aber kaum erfolgversprechend sei, müsse die EU selbst das Thema gestalten. Die Brüsseler Behörde will den Bericht am Donnerstag vorstellen. Gesucht wird nach neuen Wegen, um Internetkonzerne wie Google oder Facebook kurzfristig stärker zu besteuern. Vorschläge beinhalten eine Quellensteuer für Digitalgeschäfte und eine Abgabe auf Werbeumsätze der Webfirmen. Eine langfristige Lösung wäre, wenn die Konzerne nicht am Unternehmenssitz besteuert würden, sondern dort, wo sie Geschäfte machten, hieß es in dem EU-Bericht.